Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es geht auch schon wieder weiter mit dem nächsten Video. Und zwar geht es diesmal um die sagenumwobene Bärbox. Die letzte Bärbox, muss ich sagen, war ja sehr, ich habe es extra aufgehoben, sehr reichlich befüllt, wenn man das sich so anschaut. Es sind schöne Wobbler drin gewesen, also wirklich super Sachen. Blei unter anderem, also wirklich allround-mäßig was. Hier nochmal ein schöner Wobbler. Also das sind zwar auch Sachen drin, die wo nicht mehr jetzt auf dem Markt sind momentan oder beziehungsweise nicht mehr in der aktuellen Range sind, aber auch einige Sachen dabei, die wo noch momentan aktuell sind. Und deswegen, die habe ich ja schon lange rumliegen, ich habe immer wieder von der geredet, hier ist die aktuelle. Also ich hoffe, dass die wieder so ähnlich ist, beziehungsweise ich hoffe, dass die nochmal eins drauflegen kann. Bin ich sehr gespannt und da schauen wir doch mal rein in die Pussy Mix Schleckdrinks. Schöne Verpackung, letztes Mal war die anders. Ich weiß auch nicht, ob die vom selben ist. Das Paket ist eigentlich ziemlich klein, muss man sagen, im Gegensatz was davor. Was ich euch vorher gezeigt habe, also da bin ich echt gespannt. Also, wie gesagt, ich habe sie noch nicht aufgemacht. Sie liegt bei mir schon, glaube ich, ein, zwei Monate rum. Es war ja, viele Sachen sind dazwischen gekommen. Ich bin gespannt, ob die, wie gesagt, mit der alten Bärbox mithalten kann. Also, es war bis jetzt aus meinen über 100 Videos die beste Box und ich habe einfach nochmal Bock gehabt, die nochmal zu bestellen. Die gab es wieder bei eBay. Und ihr seht schon, sie ist randvoll. Also wirklich randvoll. Schaut euch das an. Der Preis lag wieder bei sagenumwobenen, muss ich mal wirklich so sagen. Ich glaube mit Versand, also nicht mehr als 25 Euro. Ich kann mich jetzt nicht mehr so erinnern. Jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich die Kamera nicht mitnehme. So, tun wir mal das irgendwie so her. Genau, so machen wir das mal. Ihr seht es schon. Gummifische am Start hier, diesmal sogar mit Chickköpfen bzw. bebleit. Wenn ich schaue, ich schaue mal, ob ich das von der alten Box nochmal finde. Hier zum Beispiel sowas ähnliches, das war die alte Box, hier ist noch nichts mit Haken. Ich schaue mal, ob ich dieselben vielleicht nochmal finde. Dann können wir doch mal vergleichen. Ich brusch hier mal rum. Aber ich glaube, dasselbe finde ich jetzt gerade nicht. Was ist das hier? Ne, sind wieder andere. Ja, dieses Video wird auf alle Fälle länger. Da haben wir wieder andere, aber ich sehe die jetzt hier nicht. Also, da nochmal andere. Also, ihr seht schon, ist keine schlechte Sache. Also, das ist ein Rainbow-Optik, also Forellen-Optik. 12 cm Länge, 36 Gramm. Zwei Stück. 3D Hologramm Design, ja. Wer es gut findet, okay. Ja. Schönes Gewicht auf alle Fälle zum Schmeißen, 36 Gramm. Die Länge ist auch super, für Hecht optimal. Es ist hier sogar unten noch ein Drilling dran. Also wirklich ein geiles System, kann man nicht sagen. Einzelhaken und Drilling, da brauchst du nichts mehr machen. Das ist ready to fish. Also, ganz ehrlich, also wer die Box nicht gut findet, der weiß ich nicht. Also da kann kein mehr Fishing-Box oder sonst was mithalten. Also das ist einfach gigantisch. So, jetzt geht's weiter. Das sind jetzt die normalen Gummiköder, genau. Die ohne Haken, Bebleiung. Da haben wir jetzt welche in 12 cm Länge, sind das aber drei Stück drin. Alles von Bär, wie gesagt. Trendex, kennt man ja. Gut, dann geht's weiter. Da haben wir wieder welche mit Haken im Hecht-Design. Schaut es euch an. Coole Sache. Pikey heißen die. 56 Gramm, 12 cm lang. Ich mache es ein bisschen schneller, damit, ihr seht ja, die Box ist ziemlich voll, damit das Video nicht zu lange dauert, dass ihr einfach hier mal einen coolen Überblick habt, was da drin ist. So, also Gummiköder haben wir hier viele am Start. Die habe ich noch gar nicht. Also die Hecht haben wir ja noch nicht gehabt. Und die hier sind auch was Neues. Also die kenne ich gar nicht so. Länge 12,5 cm, wie die anderen. Zwei Stück. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Machen wir mal was anderes weiter. Hier haben wir ein Madenkörbchen, Futterkorb.
Hier steht rund, genau, mittel von der Größe her. Haben wir hier noch etwas an 20 Gramm, hier haben wir es, 20 Gramm. Ja, die glaube ich waren auch im letzten schon mit dabei. So, an die kann ich mich auch noch erinnern. Drillinge, Edelstahlhaken, Größe 2, 5 Stück. Kann man da immer brauchen, wenn man sich selber mal wieder ein Vorfach basteln will. Ist eine schöne Größe, also für Hecht super. Dann machen wir weiter. Hier ein Futterkorb und zwar das Gewicht sehe ich jetzt hier nicht. Hier steht es nur 20, vielleicht sind es 20 Gramm. Ich schau mal, ich habe hier noch den von der anderen Box. Ist identisch, ist dasselbe. So, dann machen wir weiter. So, hier haben wir ein paar Einzelhaken. Sind leider Plättchenhaken. Wäre mir lieber gewesen, wenn sie jetzt O-Ring-Haken gewesen wären, oder Öhrhaken besser gesagt. So, da sind 1, 2, 3, 4, 5 oder sowas drin, genau. Ist eine gute Größe, ich denke mal 2,0 oder sowas, also ja. Dann haben wir hier ein paar Twister. Ah, haha, Classic Lochschwanzköder. Ah, hört sich natürlich sehr lockig an. Also hier haben wir ein paar Löcher drin im Schwänzlein, sage ich mal. Sind 5 Stück drin. 10 bis 12 cm Länge. Ja. Coole Sache. So, dann machen wir weiter hier. Oh, da haben wir ein paar schöne Garnelen oder Shrimps, wie man das sagt. Sogar schon mit Haken. Es ist ein Einzelhaken. Und Schnur ist schon dabei. Shrimp-System. Steht denn hier alles? Haken 6-0er. Schnur, eine 0,7er und die Länge ist 1,5 Meter. Also für, hier haben wir es, Norwegen. Auf Dorsch oder sonstiges. Ja, also starkes Material auf alle Fälle. Ob das jetzt bei uns hier so, ob man das jetzt hier auf Hecht vernutzen könnte, aber 0,7er, naja, ist halt nicht wirklich hechtsicher. So, oh, ihr seht schon, das ist ja uferlos, das geht ja ohne Ende weiter. Hier haben wir ein paar schöne Blinker, so ein Trendex-Blinker, 55 mm Länge, also 5,5 cm. Ja, der lag wahrscheinlich schon ein bisschen länger, hier hat er ein bisschen Rost angesetzt. Oder ist das vom Löten her ein bisschen die Suppe? 22 Gramm, das Design schaut gut aus, finde ich, also kann man nicht meckern, gefällt mir. Hier unten auch ein rotes Blättchen, da haben sie ein bisschen für das Auge ist mitgesorgt. Hier haben wir das Auge auch. Ja, sowas mag ich gern. Wenn die gut laufen, da finde ich die super. Da geht es gleich weiter mit dem nächsten. Der ist ein bisschen leichter, hat 16 Gramm, 47 mm. Ja, so ein bisschen gelb-orange, rotes Blättchen. Ja, ihr seht schon, hey, ich weiß gar nicht, was ich da nehmen soll. Zuerst, da haben wir hier eine Pose, die habe ich letztes Mal auch schon drin gehabt. Da hätte ich gern gewusst, für was die ist. Das wusste ich noch. Ist das eine leuchtende? Kann man da irgendwas einsetzen? Ich weiß es immer noch nicht. Die habe ich auch nicht im Programm gefunden. Also ich habe keine Ahnung, für was die ist. Hoffentlich kann mir jemand einen Tipp geben. Hier kann man nichts machen. Hier ist nur ein Stäbchen drin. Hier kann ich auch kein Knicklicht reinmachen. Hier kann ich die reinschieben. Dann ist die ein bisschen, geht die ein bisschen streng. Dann hat die hier ein Gummi. Also und hier ist eine Feder. Ich habe keine Ahnung. Für was die ist, die hatte ich im anderen auch schon drin. Muss ich mal schauen, wo die ist. Ist die vielleicht schon rausgetan? Oder? Ja, hier ist die. Genau, da habe ich die S. Hier habe ich die S. Und hier ist es diesmal die L. Keine Ahnung. Da bin ich immer noch am Rätseln. Oh, der schaut schick aus. Der hat ein geiles Muster, muss ich echt mal so sagen. Der hat auch Mustard-Haken. Da steht jetzt das bei denen nicht dran. Das sieht man schon, ja. Die Qualität von dem Haken ist schon was anderes. Sieht echt nicht schlecht aus. Was hat denn der für ein Gewicht? Haben wir da was? Hier steht nur Expertenurteil. Sehr gut. Weil sehe ich hier kein... Da haben wir ein Gewicht. Der hat 6,8 mm Länge, 6,8 cm Länge und 34 Gramm. Oh ja, der läuft, also der wirft sich sehr gut. Vom Gewicht her, der geht gut raus. Muss ich aufpassen, hinten sind die Haken. Schön scharf, da ist kein Hakenschoner drauf. So, was haben wir denn hier? Da haben wir ein paar Löffel. Kann man sich selber was basteln.
4 Stück. Dann geht's weiter. Hier haben wir wieder also mit Haken ausgerüstete Gummiköder. Diesmal sind keine Drillinge dran. Die Köder sind ein bisschen kleiner. 11 cm, 20 Gramm, 2 Stück. Dann haben wir hier eine Aufziehspritze mit bis zu 2 Milliliter. Da kann man sich ein bisschen, ich sage ja, das ist eine Allround-Box, also da kann man ein bisschen einen Dip, sowas, da kann man seine Sachen ein bisschen mit Dip zubereiten, sage ich mal. Dann haben wir hier, die habe ich in der anderen Box auch schon, das sind die Fischaugenaufkleber, 72 Stück, 8 mm, 3D-Fischaugen. Also das ist ja Wahnsinn, hier geht es echt, oh, das sieht man, das ist wirklich alt, das kann man gut erkennen. Da stehen noch 9,50, also wahrscheinlich 9,50 Mark, hat man das jetzt damals gesagt. Made in Western Germany. High Power Gum. 10 Meter Fishing Line. Von Optima Omega. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie das hier aufgeht. Da ist wahrscheinlich eine Schnur drin oder so. Oder ist da. Was ist denn da drin? Da ist das Spinnweben drin. Also keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Ziemlich dicke, rote Schnur, wie es ausschaut. Ja, ob die noch so wirklich gut ist, oder ich nehme die her für meinen Rasenhäcksler, beziehungsweise für meinen Rasen Handmäher, ja, Schnürdelmeier, genau so sagt man. So, dann geht's weiter. Wir haben ein paar gelbe Maden. Das sind sogar UV-aktiv, selbstleuchtend, wie es ausschaut. Ich habe jetzt keine Lampe hier. Die sind schwimmend. Super soft. Seht ihr es? Ja, wenn man hier einen Haken beködert. Dann machen wir weiter. Was haben wir denn hier? Okay, Boomarm. 2 cm Boomarm. Sagt mir jetzt nichts. Also, für was der jetzt genau ist. Ist das irgendwas mit, hat das mit Anti-Tangle-Boom zu tun oder hat das irgendwas mit verwicklungsfrei zu tun? Ja, ist halt leider auch kein Bild drauf. Weiß ich jetzt nicht genau, für was es ist. So, dann machen wir weiter. Nicht, dass nur der Akku leer wird von meiner Kamera. Hier haben wir ein paar schöne kleine Twisterchen. Kleine Gummiköder. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Ja. So, dann geht's weiter. Ja, der hat mir einiges hier reingemacht. Hier haben wir noch eine Bimmel, eine Glocke. Sauber, sauber. Also das sind alles wirklich dann wirklich, also da sind manchmal, das muss man echt sagen, es sind schon ein paar Restposten dabei, das sieht man auch vom Alter her, da setzt halt schon ein bisschen die Oxidation an, also ein bisschen der Rost einfach. Diese Sachen lagen halt schon länger, aber ich denke mal, die sind trotzdem neu und man kann sowas ja immer mal gebrauchen. So, dann geht's ja weiter. Die habe ich mir selber sogar mal gekauft im Angelladen. Solche Edelstahl-Vorfächer. Das sind, da sind jetzt 3 Stück drin. Die haben auch schon, aber so sieht mir nicht so aus. Also ich sehe jetzt hier nur eins. 70 cm Länge, 9 Kilo Tragkraft. Das ist 1x7 Stahl in grüner Optik. Also ich sehe nur eins, weil hier ist der Wirbel und der Karabiner drin. Sieht auch wirklich stabil aus, also ist auch eine gute Sache. Dann geht es ja weiter. Das wurde hier nochmal neu angebracht anscheinend. 45 Gramm ist ein großer Löffelblinker mit 11 cm Länge. Hat auch Doppeldrilling. So, jetzt kommen wir zu den Wobblern. Oh! Schaut euch den da an. Aber den habe ich auch schon mal. Und zwar, ich glaube, hier haben wir sowas ähnlich in der alten Box. Das ist die neue. In der alten Box war auch der drin. Also verschiedene Designs. Das sind langsam sinkend, super scharfe Mustarddrillinge, 16,5 cm. Naturel Number 4. Also finde ich, schaut euch den an. Also er schaut doch nicht schlecht aus, müsste man echt sagen. Er hat auch hier diese Rippen, also er ist beweglich. Ja, kann man nicht meckern. Hier haben wir nochmal einen schönen Wobbler, ein bisschen so Crankbait-mäßig.
Da haben wir jetzt 18 Gramm, 9 cm Länge. Ja, wieder mit Mustard ausgerüstet. Ich zeige euch die mal nochmal schön. Ich packe sie jetzt nicht aus, weil es würde alles zu lange dauern. Es würde es wieder wirklich in die Länge ziehen dann nur. Oh, den habe ich auch noch nicht. Cool. Boah, der sieht ja... Boah, was ist denn das? Also, na gut, den packen wir jetzt mal aus. Den packen wir echt mal aus. Der ist ja echt gefährlich. Also, schaut euch den mal an. Also, habe ich noch nie gesehen sowas. Sind das Haken? Anscheinend sind das Haken. Aber hier sind keine Widerhaken. Da unten ist er bebleit mit 3,5 Gramm. Das ist so eine Art Garnele. Hier hat er so ein paar so Federn, aber ich weiß nicht, da könnt ihr mir auch gerne dazu was schreiben, wie das funktioniert. Hier vorne hängt man ein, da ist er ein bisschen, also der, da hat er ein bisschen Spiel. Ja, okay, Octopus Chick heißt das Teil, also das ist zum Chicken anscheinend. So, den baue ich jetzt mal nicht mehr rein, den lassen wir mal liegen. Dann geht's weiter. Was haben wir denn hier? Ah, haben wir ein paar Schnurstopper, schöne Gummistopper. Kann man immer gebrauchen, da habe ich jetzt auch schon so viele. Also Size M, also Größe M. Mhm. Dann haben wir hier für ein paar Gummiköder, wahrscheinlich jetzt nicht für die unbedingt, die sind zu groß. Haben wir ein paar Chickköpfe, 8 Gramm. Oh, das ist ein schönes Gewicht. Nicht zu schwer, das mag ich am liebsten. So zwischen 5 und 15 Gramm ist mir das am liebsten. Gelb. 3 Stück. Ja. Kann man auf alle Fälle was anfangen damit. Da kann man mit Sicherheit. Ja, die sind jetzt ein bisschen zu groß vielleicht, aber da findet sich dann schon was da dabei ist. Dann machen wir mal weiter. Das Ende, kommen wir schon langsam dem Ende. Da haben wir nochmal so ein paar Schnurstopper. So, ja, habe ich noch nie benutzt. Das sind so ein bisschen speziell. Da kann man dann daneben auch was einhängen. Wie die jetzt genau funktionieren, das muss ich mal nachschauen nochmal. Ich weiß auf alle Fälle, dass die Schnurstopper sind, weil die zieht man hier auf, wo das Löchelchen ist, zieht man die Schnur durch. Genau. Und da kann man die irgendwie einhängen noch. Muss ich mir mal genauer anschauen. Ich habe halt immer nur die ganz normalen Gummistopper gehabt. So, das habe ich auch schon in anderen gehabt. Das Tungsten. 10 Meter, 6 Kilo. Ich schaue mal, ob ich das in der alten Box auch nochmal finde. Ah, da habe ich es ja. Da hatte ich drin. Ah, da hatte ich das 10 Kilo. Ja, cool. Zwei verschiedene. 10 Meter. Vorfachmaterial für Raubfische. 6 Kilo. Jetzt das etwas leichtere. 6, 10 und 15. Also 6 und 10 ist super. 15, ja. Gut, schon ein bisschen wirklich stabil. Also, okay. Da haben wir nochmal einen schönen Wobbler. Der ist auch nochmal ein bisschen... geteilt. Den machen wir mal wieder auf, bis wir dann zum Haupttreffer kommen. Naja, gelb, schwarz, hier so ein bisschen mit Rot drin, also schön beweglich. Läuft dann auch so im Wasser. Genau. So, da steht der Bauch bei dem. Natural Colors, haben wir hier was Besonderes noch, super scharfe Mustard-Drillinge. Da haben wir es, 34 Gramm, 12 cm Länge. Den lassen wir doch mal. So, und dann haben wir hier noch ein Blei, das ist ein Tiroler Hölzl von Bea wieder. Das hat jetzt hier stets 12 Gramm. Das ist super für krautige oder verschlammte Böden. Da plumpst es halt bloß so rauf und dann bleibt es so liegen. Also da versinkt er nicht, da haut er das Blei nicht komplett ab. Also es sinkt nicht komplett durch. Hier oben wird es eingehangen. Es hat hier Luft drin, dass es hier nicht, also dass es nicht zu schnell absinkt. Genau. Dass es halt nicht wie eine Rakete durchschießt. So, und jetzt kommen wir zum Haupttreffer. Also den werde ich wahrscheinlich nie fischen. Also schaut euch das Monster an. Also in der anderen Box war so ein Riesenteil nicht drin. Da hatte ich dafür diese drin. Diese Squidmaster. Da hatte ich da schon einen. Zwei hatte ich davon drin. Jetzt sieht man es nicht hier. Zwei Stück.
zeige ich nochmal den anderen, falls man den nicht gesehen hat. So. Ja, und dann hatte ich halt einige von diesen Wobblern. Also da hatte ich ja jetzt auch, ich glaube, einen drin, ja, und da waren in der anderen waren, ich glaube, drei oder so drin. Aber den, boah, was ist denn das hier? Das ist ja Trendrex Wickler. Also den, glaube ich, kann man sich an die Wand hinhängen. Das ist, der schaut echt cool. Achtung, wichtig, die fantastische Schwimmaktion dieses Top-Köders können Sie per Video auf unserer Webseite ansehen. Mhm. Vierteiliger Körper. Boah, also, hey, das ist ja echt ein Monster, ist das. Das ist wirklich ein Monster. Da steht aber, steht da irgendwo noch, den holen wir jetzt mal raus. Schauen wir mal. Das machen wir noch als, boah, wenn ich, aber den, wo ist der? Irgendwo angeklebt anscheinend. So. Monsterchen, komm raus. Also der, boah, der ist auch wirklich schwer. Der sprengt alles. Gebt euch den riesigen Barsch. Also der ist wirklich gigantisch. Ich habe auch mit Meterstab hier. Den messen wir schnell. Der hat ja circa 24. Ungefähr 24 hat der. Legen wir nochmal hier hin. So. Und was hat er denn schönes? Ja, 24, 25 fast. Also schaut euch mal die Drillinge an, die sind ja echt gigantisch. Also mal schauen, ob die auch. Ja, natürlich, umso größer der Drilling, umso, sag mal, unscharf ist er. Der, ja, gut, er ist schon noch sehr scharf. Also, aber boah, das ist ja. Das hätte ich gerne die Gewichtsangabe gehabt. Was der wiegt. Ich habe leider die Waage jetzt nicht hier, weil ich dachte, die stehen alle drauf. Aber hier steht leider nichts. Aber ich denke mal, der hat locker. Der ist locker. Ja, der hat bestimmt 100, also 100 Gramm lang und nicht mehr. Also, das ist heftig. Wirklich heftig. Na gut, dann war es das von der Box. Ihr könnt mal abstimmen, ob die. Ich blende euch die andere Box dann noch ein. Ihr könnt abstimmen, welche Box für euch besser war oder noch mehr geboten hat. Also für das Geld, es ist auch Markenware, klar, Pierre ist jetzt nicht so, ihr wisst, was ich meine, also wahrscheinlich nicht mehr so gefragt, ist halt eine alte Marke, eine deutsche alte Marke, und aber ich fand es super und ich finde die Köder, die Wobbler, was halt jetzt so drin war, kann man eigentlich alles so gut gebrauchen. Meine Mama sind ein paar Sachen dabei, da muss man ein bisschen basteln, dann die Schnur, die alte, ja, ob das noch was ist, aber ist egal. Das muss man auch mal gesehen haben, wieder sowas. Sowas Altes hier. Also das ist wirklich Western Germany. Na dann, ich wünsche euch was und frohe Ostern. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Euer Verfisch nochmal.